Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde zu Captain Toad Treasure Tracker. Heute mit mehr Levels, denn es geht ja immer noch mehr Levels und Levels und Levels und Levels. Yo, das gestaltet sich doch noch recht schwierig, da oben hinzukommen. Oh. Man kann da laufen. Kann man hier irgendwo... Nee, also gut. Ich weiß gar nicht, was wir tun. Okay, die gehen also irgendwann mal wieder flöten. So. Und nun gibt's hier zwei. Die verbinden sich. Klar, wir könnten jetzt da hoch. Hier rum. Wir müssen ja da nach drüben hin. Oh, da gibt's den... Okay, das heißt, wir müssen beide anwenden. Wenn wir da zu diesem Ding hin wollen. Komm, bau dich ab. Danke sehr. Nein, ich habe zu lange gebraucht. Boah. Die haben keinen... Wie haben sie zwei? Okay. Wenigstens das. Wir haben die zwei. So, Münzen nehmen wir gleich mit. Wir haben jetzt alles vollständig. Wir könnten eigentlich gleich nach oben gehen können. Ich depp. Na, da war ich ja mal ein bisschen zu voreilig. Da hinten lösen sie schon wieder auf. Das ist ja... Hollaloioioi! Und nun sind wir da. Endlich. Weg. Hallo, hier bin ich wieder. Also wach. Hä? Was? Oh cool. Wir haben gleich 45 Münzen gesammelt. Haben wir wirklich irgendwie? 54 haben wir gesammelt. Okay, die Blockfestung in der Wüste. Da gehen wir mal hin und schauen, was wir so zu tun haben. Oh, oh. Das klingt schon eine Aufgabe, die wir irgendwie nie bewältigt bekommen. Hä? Mal kurz, warum ist denn der Block da? Oh. Aha. Drüben. Ja,
Wieder mal. So viel. Jupp. Shit, bisschen mehr nach rechts. Wie soll man den treffen? Wie soll man den treffen? Wow. Komisch. Nein, ich wollte doch auf sie drauf springen. Toll. Juhu, Spiel fortsetzen. Oh. Jetzt wieder 5 Leben. Mal kurz. Hier gibt's nichts. Wir waren hier ja, glaube ich, schon. Und da gab's wirklich nichts. Jo, sind wir hier? Ja, ich weiß, dass man sprinten könnte, aber ich tu's nicht. So. Und die Rüben da hinten. So, alles Mögliche wegramponieren. Mach mal kurz. Da will ich wieder verklunkern hier. Das geht doch, oder? Yo! Dachte ich mir schon, hä? Wieso geht das nicht? Ich glaube, vorher ging es hier auch, oder? Ich glaube es auf jeden Fall, dass es vorher ging. Das geht immer noch nicht. Dann holen wir uns den hier oben. Mal kurz hier durch. Ich wollte nicht Kohle haben, sondern was zu Leben spenden und so. Oder Leber spenden. Böse. Mit dem können wir auch nicht nach oben, ne? Hä? Was ist denn das für eine Logik? Haben wir sie? Ein auf jeden Fall. Der andere ist noch am Rumschillen.
den juckt's ja irgendwie nicht. Dann lassen wir ihn doch, wenn er nicht juckt, dann juckt's halt nicht. So, ich bin da oben. Geht doch so, oder? Oh, shit. Nein, ich bin da. Oh. Jetzt wieder alles von vorne, ne? Alles von vorne. Okay, wir haben... Da kriegst du eine Krise. So, noch einmal. So. Auf jeden Fall noch rot. Das wird uns ja eigentlich noch enorm helfen. Ups. So. Weg da. Die Altlasten. Da gibt es ja auch nichts wirklich Schönes. So, ein bisschen Kohle machen. Dann flutscht's. Wir müssen hier unten nach hoch, ne? Wir haben, glaube ich, alles freigeschaufelt. Ja, hier vorne war bestimmt noch etwas, aber boah, es tut mir leid. Tut mir wirklich leid, Freunde. Nicht mehr als 10 Rüben schießen? Hä? Die sind alle bekloppt. Hammer. Das Geheimnis des Goldreiches. Ich glaube, da werden wir, bevor wir das machen... noch Münzenfest machen, denn da wollen wir den Rekord doch bestimmt brechen und ich habe keine Ahnung, was Münzenfest ist. Aber ich habe bestimmt alles zu tun. Oh, guck mal. Egal, letztes Mal sind wir da gegangen. Wir gehen Kohle. Doch, das kann sich doch noch sehen lassen. Ah, anstatt das hier, geheimen Goldpilz eingesammelt. Hier gibt's einen Goldpilz? Wo gab's denn den? Hm. Egal, werden wir bestimmt irgendwann noch wieder rausfinden. Das war auch so ein richtig schönes Rätsel. Eigentlich gar nicht viel, aber es war halt was. Und hier haben wir das hier, das Bombenstimmung brachte. Und nun, meine Freunde, das Geheimnis des Goldreiches. Und ich glaube, der Kerl schaut so rein hier, so rein. Ich glaube, wir sehen uns beim nächsten Mal, denn das ist doch schon eine Runde weiter. Und ich will ja nicht euch aufhalten.
was ich glaube ich ja nicht tue, aber besser ist gut und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Freunde, bis dann, tschüssi und bis übermorgen.